Eine Runde Fahrradschrank, Tempelhofer Feld. Eine Runde Fahrradschrank, Tempelhofer Feld. Ich zieh mal meine Schnellschuhe an. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir das machen. Und ich habe gehört, da gibt es nämlich Mieträder kostenlos. Und deswegen nehmen die Kinder, nehmen wir zwei Räder mit für die Kittys. Eine Runde Fahrradfahren, Tempelhofer Feld. Eine Runde Fahrradfahren. Eine Runde Fahrradfahren, Tempelhofer Feld. Eine Runde. Lass sie runter. Tempelhofer Feld. Oh mein Gott, wie soll ich das jetzt alt unter einen Hut kriegen? Fahrrad fahren wollte, aber eben auch schwimmen gehen. Setz hin. Oh, ich will endlich ein Auto haben, wo das alles drin passt. Hey. Ein Laufrad für Sie mitnehmen, so ein kleines? So einfach? So? Braucht man den ganzen Tag heute, ne? Nein, warum nicht? Ich hab keine Zeit für den ganzen Tag. Wie ein Fahrrad. Ein Laufrad für dich, ein Laufrad? Wie ein Fahrrad. Das ist deins? Zeig. Das. Das? Mhm. Wow, das ist Kettler. Holen wir. Ja, da oben. Jetzt gucken wir mal. Machen. Wow. Ich kann mit Fahrrad. Wallis! Sicherheitseinrichtungen mitnehmen. Und zusammen? Das ist meine Fahrrad. Das ist Ihre Fahrrad, guck. Muss auch mitnehmen. Mama muss. Sicherheitseinrichtungen müssen wir doch mitnehmen. Und da auch mitnehmen. Mama muss auch mitnehmen. Ja, der ist unten. Den Sessel. Komm her. Ich pack ein. Steck ab. Oh, das haben wir. Das war eigentlich alles. Zwei Dinge auf jeden Fall heute machen. Fahrrad fahren auf dem Tempelhofer Feld. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Plus Faden gehen. Eine gute Idee. Also ich habe Geld dabei. Bei mir ist ein bisschen still. Kaffee steht hier schon. Meine Tochter will alles. Meine Töchter wollen alles. Meine Frau will gar nichts. Und ich will auch was. Naja, bei mir ist so, ich hätte ja ein gemütliches Frühstück irgendwo. Nicht zu Hause. Dann, ja, heute war schon wieder negative Grundstimmung heute Morgen bei der Familie. Ich verstehe kein Wort. Was ist denn das? Oh nein, ist das schon vorbei. Was ist denn das für jeder? Kommt von hinten. Trägt sie einfach mal. Wie viele sind dabei Kastard? Ja, ja, Taxifahrer in Berlin halt. Hat sich ja wenigstens bedankt. Irgendwie, in gewisser Weise. Das sind natürlich auch alle scheißegal. Schlag mich nicht. Hä? Schlag mich nicht, war das. Genau. Hä? Wir haben die Kamera. Die Kamera haben? Kannst du haben. Film mal ein bisschen. Du hast gestern ein schönes Video gemacht übrigens.
aber jetzt ist Veranstaltung da offensichtlich groß. Heute gehen wir zum Stand. Deswegen und das dauert doch, wir fahren gerade im Auto. Die Knöpfe. Der Handy auffällt, da fass ich mal an. Die Schlüssel umpassen nicht. Wir bleiben hier stehen jetzt. So. Raus, Kinas. Ihr dürft aussteigen. Ich muss warten. Nein. Was willst du denn mit Schwimmsachen auf Kumpel und Verfels? Das ist ein Flugplatz. Wird eine lange Runde. Hart verdiente 3 Euro. Ich glaube, wir spenden lieber. Wenn wir ankommen, wir sind schon fertig. Ja. 500 Meter geschafft. Nicht niemals, Mama. Niemals? Ja. Soll ich die Tasche nehmen? Niemals. Du bist ein richtiger Trickser. Hab ich gar nicht mehr gelernt, Papa. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen gefährlich. Na, das sollte man nicht tun, ne? Mhm. So fein. Nein, ist nicht dunkel. Ist nicht dunkel. Nee. Sie läuft so, ja. Das ist wie ein Rentner. Mein Baum ist nicht ab. Nein, der Baum ist nicht ab. Und geh schneller. Du musst gehen. Soll ich den Sattel höher machen? Ja?
Ja? Nein, nicht schneller. Nee, nicht schneller. Nee. Wahnsinn! Jetzt Geländegang. Nein, 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 nein. Wir wollen jetzt keine Aggression ablassen. Müssen wir dazwischen stehen. Ja, wieso gucken? Kinder. Ja, ja, lass ja gucken. Soll ich den Sattel mal höher machen, damit du vielleicht besser sitzt? Gibst du mal, kommst du mal her mit Werkzeug? Ich bin fast runter, also ins Gesicht gefallen, weil ich. Weil du dich gebückt hast? Ja. Wo ist denn das jetzt? Ja, ich hab's Skadi geholt, ich hab's reingesteckt. Ups, hier. Der Sattel muss dann höher. Dann bist du schon gewachsen, denn. Offensichtlich. Ist mit dem anderen Rad, ist das besser? Mit dem anderen Rad? Aber die machen wir auch. Nee, leider nicht. So. Guck mal, ich habe einen schönen Sessel. So. Alles wieder festmachen. Aber so. Dafür habe ich ein Gehirn. Ich mache es auf. Ja, ja, super, ist fertig. Super, Papa, hier kann man sich schön drauflegen. Papi? Ja? Ich habe hier eine Feine. Ja, einmal kurz, ne? Aber du bist wieder aufgestanden, das ist viel besser. Mhm. Ja. Ist alles in Ordnung. Du hast es ganz toll gemacht. Gut, jetzt geht's zum Strand. Mal gucken, was da wieder die Problematik ist. Irgendwas stimmt ja immer nicht. Gucken wir mal. Was wird denn? Nächste Station, Müggelsee. Surfen. Oh Mann, ey. Was für ein Tag. Ciao, ciao. Boah. Ich wünsche dir kein Servo.
Wir sind da. Oh, Mensch. Mama! Ich glaube, heute ist das perfekte Wetter für Eis. Aber da heute kommt das Eisboot? Keine Ahnung. Liebe Vorschriften, wie Sie sehen, ist dort mal ein bisschen Wasser. Wir gehen jetzt gleich dort rein und nehmen unser Bad. Sie haben gerade eben einen wunderschönen Platz gefunden. Den schauen wir uns das erstmal an. Wartet! Noch eine Decke. So, jetzt ziehe ich mal meine Latzen. Mama, das ist schon Skadi. Doch. Skadi. Ist mir so groß. Der ist auch vorne, wa? Oder war der hinten der Rechtsverschluss? Der war auch vorne. Ja. Du bist ein richtiger Profi, ey. Sieht echt professionell aus mit dem Ding. Das ist so geil, die müssen nicht wieder aufhören. Soll ich helfen, meinem Anziehen schnell? Vorsicht, rumlaufen. Aber da kommt Sand rein. Ja, das ist normal. Luft, der treibt ab. Der Papa schwimmt und die Kinder, die haben sich gar nicht erst getraut. Und Dieter, die wollte auch unbedingt schwimmen. Es war also kalt. Und mein Po ist gerade eben ausgetrocknet. Dein Po ist ausgetrocknet? Was bedeutet das denn? Guck mal, da die Füße vom Papa. Ist das kalt? Ist angenehm. Nicht mal mit Anzug. Nicht mal mit Anzug. Ja, sie dachte, sie friert damit nicht, aber es ist. Ist natürlich Quatsch. Mama, ich kenne es so. Okay. Ja, soll ich testen. Ist natürlich auch gewärmt, ne? Ich will auch mal testen. Also du musst bloß bis zur Schulter gehen, dann wird es ein bisschen wärmer. Ja, du hast hier gar nicht zu sagen, ne? Doch. Du bist ja gleich wieder rausgerannt. Ja, was kann man? Ja, ich sehe super. Na, endlich. Ja, was für eine Aktion, ey. Wunderbar. Sind wir hergefahren? Das war wohl nichts mit dem Sommer Wasser Strandurlaub. Das war dann wohl doch nichts, ne? Du musst meine Hose anziehen, Anouk. Das? Was? Eine Hose. Sie ist der Parasit. Du musst gar nicht schwimmen, Peppi. Das ist so mütlich, das ist. Ich hab Pipi. Du hast nicht Pipi? Nein. Das ist gut. Ich muss nicht Mütlichkeit machen. Und da bin ich auch so weit. Was ist du dabei? Was war jetzt Anziehsache? Ich hab nicht. Ich hab zu essen. Egal, dann wickel ich ihn in den Mund. Muss ich mal.
So. Wundervolle Strandparty zu Ende. Was ist los? Kommst du mit? Wir gehen jetzt was essen. Okay? Du siehst dich nicht, aber zum Italiener. Eins. Und sogar, hey, lass mich hier nicht allein. Was wir gestern geguckt haben, da. Ja, das war schon das Gleiche. Elva, Elva und Elva. Los, diese Pizza, mein Gott. Nein. Wo dann? 16, 17. Danke, 17 Sekunden. Ey, 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 ey. Bist du Eul? Ich glaube, wir gehen zu Hause essen. Ich glaube auch. Nein, ich will aber nicht zu Hause essen. Aber warum nicht? Blumen. Wenn ich zu Hause ganz so sagt, gehen wir bei Burger King. Nein. Gehen wir bei Burger King. Nein. So, mach mal die Tür jetzt zu. Dann gehen wir auch immer nirgendwo essen. Genau, wir gehen nie wieder essen. Guck, Blumen, das hast du davon. Nee, du hast das davon. So, guck mal jetzt den. Du bist eine Labertasche. Deine Anstalle, Schätze. Labertasche. Du willst rudeln? Mhm. Oh, wer ist ja hier? Wer ist hier? In der Fokus. Wey, wir sind da, wir wollen hier essen. Warum bist du denn ein Hutschuh? Du bist eine Nervensäge. Oh, guck mal, was ist denn hier los? Der weiß so anziehen. Sag die größte Nervensäge auf der Welt. Komm, ich esse eine doppelte Torte. Halt, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht beim Aufmachen. Vorsichtig. Ich mach das. Ich esse Nudeln. Furchtbar. Oh. Sie nimmt einen Burger. Ich mache was mit der Kerze. Ich mache was mit der Kerze. Ja, ja. Das ist ein schönes Schnitzel. Käse? Magst du Käse haben? Ein bisschen. Ein bisschen Käse. Ich weiß nicht, ob wir 16 oder 17 Jahre nicht aufgemacht haben. Wieso mein Auto? Ja, halt. Schmutzauto, nein. Nee, es geht nicht. Wir warten jetzt hier alle zusammen. Ich wollte eine Ruhe essen. Blumen ist schon weg. Ja, Papa. Ach du liebe Zeit, die hat schon alles verstellt. Licht hat sie auch schon an. Mein Paul! Mein Paul! Du bist bei Jacko einfach. Der Scheibenwischer läuft hinten. Ja, okay. Disney zuerst zwei Cheeseburger und eine Cola Light. Wir hören überhaupt nichts. Ja, ich probiere das auch. Selbst zwei Cheeseburger und eine Cola Light. Ein T-Shirt, Zerrot und Fleisch. Standheizung ist an hier. Sitzheizung ist an. Hast du alles gedrückt, was man hier drin drücken könnte im Auto? Jetzt lass doch mal die Finger weg hier. Ja, hat sie. Schock für die Strecke. Strecke. Ja,
war eine coole Musik. Richtig cool. Wollen wir noch irgendwo hin? Wieso? Oh, das ist aber schade. Das ist aber schade. So viel immer. Ey, manchmal machen wir gar nichts. Du sagst eh, es ist ein Schmerz, kein Schmerz. Alles für euch. Bis Mama auf Toilette muss und dann ist es vorbei. Kein schöner Tag. Das ist kein schöner Tag. Skadi, warte bitte. Ja, gut. Das war der Samstag und der Sonntag. Jetzt beidet jetzt noch nicht um, aber Mutter musste auf Toilette. Deswegen ist es jetzt um. Deswegen sind wir jetzt wieder zu Hause. Und ich mache jetzt Schluss für heute. Und morgen sehen wir uns im Laden. Bis denn.